Hallo, guten Tag, mein Name ist Michael Ritzert und recht herzlich willkommen zu unserem Blogbeitrag Nummer 136, das 1x1 zur Bausubstanz bei Bestandsimmobilien. Auch dort geht es wieder darum, kurz und prägnant wieder ein paar Fachinformationen zu bekommen, die Sie direkt im Dialog auch beim Ersttermin mit Ihrem Kunden einsetzen können, respektive aber auch bei einer Besichtigung, damit wieder Käufer und Verkäufer wissen, aha, der Makler kennt sich aus. Also, die Bausubstanz an sich, was ist denn damit gemeint? Wird immer dann benutzt, wenn ich Dinge verändern möchte. Wir arbeiten ja im Sekundärmarkt, im Gebrauchtimmobilienmarkt. Also wenn ich etwas renoviere oder sanieren möchte. Nicht, dass Sie das tun, aber es ist im Regelfall so, kaufe ich ein gebrauchtes Haus, gibt es immer irgendetwas, was ich tun muss. Und wir reden jetzt nicht von einem Bodenbelag, der getauscht wird, also Fliese oder Parkettboden, sondern wirklich von marginalen Dingen. Und dann ist es entscheidend, welcher Umfang kommt auf mich zu. Also, wir reden bei der Bausubstanz vom Fundament, von der Bodenplatte, von den Decken, von den Wänden und auch gleichzeitig vom Dach. Was ist denn die Bodenplatte, die Fundamentplatte? Das ist die Grundlage für alles. Das ist die Basis Ihres Hauses. Egal, ob da jetzt ein Keller drunter ist oder keiner drunter ist. Das heißt, also auch hier muss ich wissen, was habe ich denn für einen Grundwasserspiegel beispielsweise? Weil ich schon, das Grundwasser ist relativ hoch, dann macht es keinen Sinn, den Keller in KS, sprich Kalksandstein, auszuführen. Dann sollte ich eben WU-Beton nehmen, wasserundurchlässiger Beton. WU-Beton ist auch so ein Fachwording, was Sie haben. Und das Ganze wird im Regelfall als weiße Wanne ausgebildet, damit eben Druckwasser gleichzeitig gleichmäßig verteilt wird. Deshalb dieser Wanneneffekt. Heißt also, auch hier sind die Fachwörter eben WU-Beton. Das sehen Sie auch in einem Keller, wenn eben der ist ja normal nicht geschalt. Das heißt, Sie sehen automatisch, habe ich einen Keller als Beton ausgebaut, nämlich über eine Wanne, oder habe ich ihn als KS, sprich Kalksandstein zum Beispiel, verbaut. Dann muss entsprechend isoliert sein. Also, aber das sind oftmals die marginalen Fehler, wenn eben auch ein Bauträger oder wenn auch ein Bauherr eben falsch plant. Da müssen dann Grundbohrungen gemacht werden. Man muss sich erkundigen beim Bauamt, wie ist denn der Grundwasserspiegel da gewesen? Wie soll ich denn ausführen? Klar ist ein WU-Betonkeller teurer als ein KS, sprich Kalksandsteinkeller beispielsweise. Aber, betone nochmal, wenn das Haus draufsteht und die Feuchtigkeit dringt ein, dann können Sie ganz schwerlich nur die Dinge wieder kompensieren, das heißt auch regulieren. Also macht schon Sinn, weil die Kellergründung ist das Elementare bei einem Haus. Elementare. Also da sollte man genau drauf schauen, wie ich das tue. Dann kommen die Wände zum Tragen. Ich habe gerade schon mal das KS-Kalksandstein benutzt nochmal, aber im Regelfall werden die Wände auch in Mauerziegelwerk gemacht. Also man spricht hier von einem Ziegelmauerwerk. Also, und diese Luftkammerchen, die drin sind, man nennt es porosierendes Ziegelmauerwerk, gibt es eben in verschiedenen Ausführungen. Da gibt es eben diesen klassischen Stein, der so als Fachterminal wie ein Tempotaschentuch benutzt wird, der Porotonstein. Ist es Poroton, dieser braune Ziegelstein. Der gibt es aber als Leka, als Liapor. Es sind verschiedene Fachwordings für diesen klassischen Ziegelmauerstein beispielsweise. Es gibt KS, diesen weißen Kalksandstein. Das sehen Sie jetzt hier bei einem unteren Bild ausgebildet. Sie sehen einen Porenbetonstein oder auch einen Leichtbetonstein. Nehmen Sie einen Ütungstein zum Beispiel, ne? Einen Gasbetonstein. Ja, heißt auch das kein Thema. Es ist ein Stein, der aber sehr leicht und sehr einfach zu verbauen ist. Also auch hier muss ich immer prüfen, was habe ich für Anforderungen, wie viele Stockwerke habe ich und wie groß und wie breit ist das Haus dann, um zu wissen, welchen Stein ich baue. Aber haben Sie ein Ziegelmauerwerk, ist normalerweise auch hier keine separate Dämmung erforderlich, weil ein 30 cm dicker Ziegelmauerwerkstein oder bis sogar 36,5 cm dicker Stein, da habe ich schon eine sehr, sehr gute Wärmeschutzmaßnahme automatisch mit dem Stein als solchen schon automatisch gebildet und herausgeführt. So, jetzt hatten wir das Fundament gehabt, wir haben jetzt hier das Mauerwerk und wir haben das Dach jetzt noch. Auch hier ist die Frage, wie nutze ich das Dach? Ist es ausgebaut? Ist es zu Wohnzwecken nutzbar? Wird es auch so genutzt? Ist es rein nur Ablagefläche? Danach entscheidet sich auch möglicherweise meine Art der Dämmung. Es gibt die gleiche Zwischensparrendämmung innerhalb der Sparren. Es gibt die Untersparrendämmung, die also auf den Sparren eine Lattung und eine Konterlattung hat, wo noch einmal vorgedämmt wird. Es gibt die Aufsparrendämmung, energetisch das Optimalste. Sie haben also die Decken außerhalb, also Sie haben die Dachziegel und Decken genau drunter, haben Sie nochmal eine Dämmung drauf. Wann macht man das normalerweise? Wenn das Dach so und so getauscht wird, weil das sparen sich einen Arbeitsgang. Aber das ist natürlich auf der einen Seite erstmal die effektivste Form, auch die teuerste Form der Sparrendämmung. Also auch hier sollte man sich ein bisschen auskennen, um zu wissen, in welchem Rahmen bewege ich mich und wie kann ich mich unterhalten vor Ort. Gerade wenn Sie bei einer Erstbesichtigung das Dach anschauen. So, auch da sollten Sie wissen, wie ist ein Dach aufgebaut beispielsweise.
Das sind so Dinge, die automatisch damit reinfließen. Aber ich weise gleich darauf hin, das können Sie alles wissen und erlernen auch bei uns. Also auch hier mal als Preisbeispiel angeboten, damit Sie wissen, was kostet mich der ganze Spaß dann. Zum Beispiel bei einer Dämmung, wir sehen, die Untersparrendämmung ist mit einer der günstigsten Formen, die Zwischensparrendämmung, dann habe ich die Aufsparrendämmung als teuerste Version, ich habe die Einbläsdämmung, ich habe die klassische Geschossdeckendämmung mit den Matten und ich habe die klassische Flachdachdämmung, wenn ich eine Flachdachform hier habe. Also auch da sehen Sie, das sind die Kostenpunkte, wo man darüber sprechen kann, wo Sie eben auch dann automatisch wissen, aha, in dem Rahmen bewegen wir uns. Wir haben die Quadratmeter mal die avisierten Preise. Wenn der Kunde jetzt sagt, ich mache eine Zwischensparrendämmung, oh, das kostet mich 10.000 Euro, dann wissen Sie, ja, kann man meinen, aber da habe ich kurz was zu sagen. Wir haben gerade unlängst ein Haus verkauft, vergleichbare Größe, und da wurden folgende Beträge bezahlt bzw. angeboten. Also, wir sehen, das gilt es eben auch zu wissen. Dann kommen wir zu den Decken. Auch die gilt es ja mal zu greifen. Wie sind die Decken denn ausgeführt? Es gibt die Ziegeleinhängdecke, die einfachste Form, die oftmals bei den Bauprojekten umgesetzt wird. Bei ein- oder Mehrfamilienhäusern. Kann man eben auch mit Eigenleistung relativ einfach kompensieren. Es gibt die Ziegelfertigdecke und es gibt die klassische Stahlbetondecke, wo die kompletten Stahlbetondecken einfach vom Kran kommen und 1:1 aufs Haus draufgesetzt werden. Ist die meiste Form der verwandten Decken erst einmal, aufwendig, kostenspielig, aber bedingt eben auch eine besonders hohe Traglast. Heißt also, mit diesen Decken können Sie relativ viel Traglast automatisch kompensieren. Und es gibt die klassische alte auch noch, Holzbalkendecke, Tramdecke und was mir gerade noch so einfällt, auch die Fehlbodendecke gibt es noch, das ist die Deckenform bei älteren Häusern, da wurde komplett Stroh, Kies und Schutt reingestellt, das war die damalige Form der Deckenbildung. Hat den Nachteil natürlich auch, dass nur gewisse Traglasten auch dann auch in dem Fall eben nutzbar und umsetzbar sind. Also Sie sehen, in dem kurzen Vlog ging es auch wieder darum, Ihnen einfach ein paar Inspirationen zu geben, für das, was man alles wissen kann, um es gleichzeitig umzusetzen, ohne zu sagen, ich bin besonders schlau. Hier geht es darum, Wissen komprimiert zu greifen und eben direkt in den Dialog einzubinden. Und wenn Sie sagen, ja, war interessant, war ein Thema, dann lade ich Sie ganz, ganz gerne zu uns ein. makler-wissen.de, Deutschlands größtes Online- und Trainingsportal für Immobilienmakler. Außerdem auch die erste E-Learning-Lösung zur Erfüllung der Berufszulassung gemäß § 34c. Damit haben Sie die Möglichkeit, eben auch dann mit dem Online-Training Ihre Fortbildungspflicht zu erfüllen. Also, mir geht es darum, uns geht es darum, Ihnen die Dinge zu zeigen, weiterzureiten, damit Sie sehen, Content maximal von Praxis erprobten für die Praxis, um eben mehr Umsatz zu generieren. Nutzen Sie es, besuchen Sie uns, ich freue mich drauf. Machen Sie es gut, Ihr Michael Ritzert.